Seit 50 Jahren ist die Praha Plastics Austria GmbH Spezialist für die Verarbeitung technischer Kunststoffe. Die Kernkompetenz des Familienunternehmens liegt in der Fertigung hochwertiger Industriearmaturen. Wir entwickeln und produzieren hier in Schwertberg Armaturen, Fittinge und ein reichhaltiges Zubehör für den industriellen Rohrleitungsbau. Praha beschäftigt am Hauptsitz in Schwertberg rund 240 Mitarbeiter. Mit Niederlassungen in mehreren Ländern exportiert man rund 80% seiner Erzeugnisse. Ein moderner Maschinenpark, verbunden mit einem hohen Automatisierungsgrad sowie bestens ausgebildete Fachkräfte, sind die Erfolgsgaranten für dokumentierte Qualität. Made in Austria. Zu unseren Kunden zählen nahezu alle namhaften Wasseraufbereitungsfirmen dieser Welt, aber auch Firmen anderer Branchen, die auf die höchste Qualität aus dem Hause Praha zählen. Die mechanische Nachbearbeitung der Spritzgussteile ist ein wichtiger Bestandteil der Produktionsphilosophie von Praha. Denn die Oberösterreicher produzieren jährlich rund 5000 unterschiedliche Bauteile aus den verschiedensten Kunststoffsorten. Der Maschinenpark. Ein Großteil davon kommt vom österreichischen Werkzeugmaschinenhersteller Emco, wird aufgrund von Losgrößen bis zu 5000 Stück teilweise automatisiert betrieben. Auch in der mechanischen Bearbeitung entwickeln wir uns ständig weiter und passen unseren Maschinenpark an modernste Fertigungstechnologien hin an. Die Investition in eine moderne Roboterzelle, die verschiedenste Bauteile komplett in einer Aufspannung bearbeiten, entgraten und reinigen kann, war daher ein logischer Entwicklungsschritt. Gesucht wurde ein Anbieter, der sowohl die Werkzeugmaschine für die Komplettbearbeitung als auch die dazugehörige Automatisierungslösung liefern konnte. Die Firma Emco hat uns mit einer Kombination aus einer Hypertion 45 und einer ABB-Roboterzelle komplett überzeugt. Emco bietet Standard-Automatisierungslösungen für das komplette Portfolio an Dreh- und Fräsmaschinen an. Das reicht von Stangenladern über Schwenklader bis hin zu Portal- bzw. Robotersystemen. Unsere Automatisierungslösungen stimmen wir bestmöglich auf die Anforderungen unserer Kunden ab. Der Anwender kann bei Emco aus einem sehr praxistauglichen und erprobten Portfolio auswählen. Der umfangreiche Modulbaukasten und der Einsatz von flexiblen Standardoptionen ermöglicht eine rasche Inbetriebnahme der kundenspezifischen Automatisierungslösung. Der Flexloader FP600 ist ein automatisches System, bei dem die Bauteile manuell auf ein Förderband gelegt und unter einer 2D-Kamera transportiert werden. Das Vision-System ermittelt deren Lage und sendet die Koordinaten direkt an den Roboter weiter. Somit ist eine prozesssichere Beladung der Hypertion 45 gewährleistet. Im Prozess ebenso integriert ist das anschließende Entgraten sowie Reinigen der Bauteile in einer Ablaseinheit. Die Hypertion 45 ist mit Haupt- und Gegenspindel sowie angetriebenen Werkzeugen an beiden Werkzeugträgern ausgestattet. Da bei Praha generell trocken bearbeitet wird, ist eine Absaugung direkt am Revolver angebracht. Wir haben in der Vergangenheit bereits ausgezeichnete Erfahrungen mit Maschinen von der Firma Emco gemacht. Die Hypertion 45 passt ideal zu unserem Teilespektrum. Sowohl Wirtschaftlichkeit als auch Zuverlässigkeit sind top. Aufgrund der neuen Roboterzelle konnte Praha die Gesamtdurchlaufzeiten der Bauteile deutlich reduzieren. Der wichtigste Faktor ist jedoch die gewonnene Fertigungsautonomie von bis zu 8 Stunden. Das Anlernen neuer Bauteile am Flexloader dauert weniger als 10 Minuten. Wir erweitern die Einsatzmöglichkeit der Anlage daher stetig weiter. An den nächsten Schritten wird seitens Praha und Emco bereits gearbeitet. Zukünftiges Ziel ist eine mannlose Bearbeitung, die mittels Digitalisierung mit M-Connect möglich wird.